Start Nummer 7, Tim Goller. Hallo. Ich fange gleich an. Liebe ich dich noch oder lebe ich schon? Ich denke, uns allen ist klar, was ich damit meine. Auf jeden Fall will ich nicht zu den Leuten gehören, die ihre Texte aus Gründen der Massentauglichkeit mit Überschriften beginnen, die an eine skandinavische Möbelmarke erinnern. Im Laufe meines bisher wirklich beachtlichen Liebeslebens... komme ich nicht umhin zu bemerken, wie unser Schweinesystem uns immer mehr von unseren Mitmenschen distanziert. Manchmal weine ich ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke. Ich überlege kurz, was uns überhaupt noch menschlich macht. Vielleicht die Erfindung der Dampflok? Oder der Satz, das Pyratogas oder wie der Heini heißt? Oder die Erkenntnis, dass Wurst zurück in den Darm des verwursteten Tieres gepresst doch ziemlich lecker sein kann und im Mini-Format ein riesen Partykracher ist? Oder große Braunkohlebagger, die per Abklatschen endlich die armen Kinder in den verborgenen Bergwerken Sibiriens ablösten? Oder vielleicht doch die Liebe? Passt gerade ganz gut zum Thema. Gibt es denn das heute überhaupt noch? Das Thema schlechthin. Da wären zum einen ganz hippe und trendige Zeitschriften, in denen Mandy ihrer besten Freundin Sandy in der 17. Folge von True Love Stories immer noch verschweigt, dass sie sie 5-mal mit ihrem Freund betrogen hat und sich im Revue der letzten Folgen, was bisher geschah, und sich der Vorschau auf die nächsten 10 Ausgaben, was vielleicht passieren kann, an diesem Zustand immer noch nichts geändert hat. Eine Seite später erfährt die 14-jährige Stephanie, ob es komisch ist, wenn der 28-jährige Freund ihr beim Geschlechtsverkehr einen Bleistift hinten reinsteckt, warum ihr seit einiger Zeit immer so übel wird und was man mit den Begriffen Pille und Kondom eigentlich versteht. Die folgenden Seiten beschreiben, wie der 21-jährige Lukas sein erstes Mal vor 5 Jahren auf einer Autobahnraststätte mit einem völlig übermüdeten Fernfahrer hatte, der ihm half, sein Gepäck aus dem Auto zu räumen, da ihre damalige Freundin bereits seit Stunden im Wald verschwunden war und er vermutete, sie hätte ihn mit einer Hirschkuh betrogen. Ja, und dann kam halt eins zum anderen, sagte er breitgrinsend. Also empfiehlt er die Frauen gerne an der Nase herum, allerdings wartet sie noch auf ihre Traumfee. Krass, denke ich mir, nachdem ich mit Hilfe meiner Finger endlich nach 3 Minuten die Differenz aus 21 und 5 errechnet habe. Vera beweist am Mittag die Vaterschaft eines völlig alkoholisierten Hartz-IV-Empfängers zu 99,9%. Der mit der Tochter seiner Stiefmutter ein Kind zeugte, wird aber von einem Zwischenruf aus dem Publikum "Du hast deine Frau noch nie richtig geliebt!" unterbrochen und 10 Sekunden später steht das gesamte Publikum auf den Sitzplätzen und ruft "Schweinehund! Schweinehund!" Vera beendet diese aus den Rudern laufende Sendung frühzeitig mit den Worten "Das war's heute wieder bei Vera am Mittag mit dem Thema, wie weit geht Liebe in der Familie? Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Hilfe, ich bin 12 Jahre alt und bin noch Jungfrau. Bis dahin." Also, die ist ja noch dicker als früher, sage ich zu mir selbst. Mit solchen Themen vielleicht ihre eigenen Probleme zu kompensieren versuchen. Die Liebe heutzutage wird es ja auch kein Geheimnis mehr. Mit halben Sachen gibt man sich schon lange nicht mehr zufrieden und sucht die Singles mit Niveau. Hier ein kleiner Geheimtipp: beim Profilbild unbedingt darauf achten, den Kontrast und die Farbtemperatur so hochzuschrauben, dass man nur noch deine Silhouette sieht und du gar nicht mehr hässlich aussehen kannst. Bei deinen Hobbys bitte nicht langweilig werden. Du liest gern, triffst dich auch mit Freunden, spielst Tennis, gehst reiten und hörst gern Jazz. Nun zu deiner Selbstbeschreibung. Folgender Text kann gern verwendet werden. Bei mir funktioniert er irgendwie nicht. Hallo Traumprinz in Spee. Ich heiße Vanessa und bin Cellistin im Charlottenburger Polizeiorchester und suche dich. Ich bin 36 Jahre alt und schon seit 5 Jahren Single. Trauriger Smiley. Mein Mann starb damals an Krebs und nun will ich ein neues Leben anfangen. Ich rede eigentlich nicht gern darüber, aber wenn wir uns erstmal richtig gut kennen, dann kann ich dir gern mehr berichten. Ich spiele Cello, seit ich klein bin und glaube, dass Udo Lindenberg diesen einen Song nur für mich geschrieben hat. Oh, kleiner Scherz am Rande. Ich kann für mich behaupten, sehr unternehmungslustig zu sein, brauche aber auch mal Zeit für mich. Ich kann manchmal auch echt nervig sein, da müssen mich meine Freunde manchmal bremsen, grins. Von meinem Traummann erwarte ich, dass er verständnisvoll, liebenswürdig, ehrlich, sportlich, musikalisch, literarisch interessiert, gebildet, aber nicht eingebildet, rechtschaffend, aber nicht rechthaberisch, bemüht, nicht reizbar, umsichtig ist und mich behandelt, wie eine Frau es verdient. Kannst du dir erraten. Und fertig ist der perfekte Account, ansprechend für jeden, der sich genauso verzweifelt um eine Beziehung bemüht.
Die Weihnachtszeit bringt etwas Entspannung in die völlig zerrüttete, ich nenne sie auch gerne Kick-Familie. Man sitzt zusammen am Tisch und feiert das von der Mutter das ganze Jahr über Vermisste, das von den Kindern so heiß erwartete und von den Jugendlichen als ziemlich gleichgültig empfundene Fest der Liebe. Im Hintergrund läuft Last Christmas von Wham auf Ostseewelle in Endlosschleife. Man erzählt sich gegenseitig auf einmal ganz liebe Sachen und feiert in Harmonie und Einklang. Eine Woche später beginnt wieder der triste Alltag und den Mann lässt das Gefühl nicht los, als hätte er selige Weihnacht zuletzt vor 10 Jahren gehabt, als er sich mit seinen Kumpels in der Bahn auf so richtig die Kante geben konnte. Ja, das waren noch Zeiten. Als in Zeitschriften noch zur Revolution aufgerufen wurde, als das Fernsehen noch ein Informationsgerät und kein sinnloser Zeitvertreib war, als man sich noch Briefe schrieb. Eine Zeit, in der die Ehe ein ganzes Leben lang hielt, auch wenn man die letzten 50 Jahre damit verbrachte, den Tag am Fenster zu verbringen und auf böse Falschparker zu schimpfen. Verallgemeinern könnte man sagen, dass viele Leute verstanden haben, wie simpel man aus diesem empfindlichen Thema Profit schlagen kann, weil alle betroffen sind. Und genau das könnte der Punkt sein, warum sich die Liebe anscheinend so verändert hat. Dankeschön.